Ich begrüße Sie zu einer neuen Ausgabe von Checkpoint. Heute zu Gast Karl Habsburg, der Präsident der Paneuropäischen Bewegung. Er betreibt in der Ukraine das größte Privatradio und versucht es jetzt auch in den Kriegszeiten weiterhin zu betreiben. Und darüber wollen wir jetzt gerne sprechen. Grüß Gott, Herr Habsburg. Grüß Gott. Herr Habsburg, als Präsident der Paneuropäischen Bewegung vertreten Sie in der Debatte rund um den Ukraine-Krieg eigentlich sehr offensive Standpunkte, könnte man sagen. Sie haben davon geredet, dass Österreich zur NATO beitragen sollte oder dass man darüber nachdenken sollte. Sie fordern eine Flugsverbotszone, zumindest dort, wo es quasi die humanitären Korridore gibt. Und wo es technisch machbar ist, muss man auch ganz ehrlich sagen. Wenn man sich an Ihren Vater erinnert, dann war, glaube ich, hat der einen nicht so offensiven Standpunkt in solchen kritischen Fragen gehabt. Glauben Sie, dass Sie in der Ukraine in der Debatte derselben Meinung wären wie Ihr Vater, wenn er noch leben würde? Ich bin eigentlich völlig überzeugt davon, weil ich mir zum Teil anschauen kann, auch von den Reden, die er gehalten hat, gerade im Jahr 2003 und 2005 wurden einige aufgenommen, sind ja auch im Internet, auf YouTube entsprechend verfügbar, wo er eine Analyse von Russland und auch von Putin macht. Mhm. Und wenn ich mir seine Analysen anschaue, glaube ich, dass ich mit ihm völlig konform gehen würde, weil wir ja auch, sagen wir, dieselben Meinungen generell, was ein Großeuropa bedeutet, vertreten hat. Und deswegen glaube ich also schon sehr, dass wir da einer Meinung wären. Also hat er zu den Menschen gehört, die Putin schon in diesen frühen 2000er Jahren kritisch gesehen haben? Absolut. Er hat das analysiert und er hat bereits gesagt, wenn Putin sich entsprechend durchsetzen kann, wird es zu einem Krieg kommen. Das war immer seine Überzeugung. Mhm. Aber wenn Sie sagen, Österreich sollte überlegen, zur NATO beizutreten, das spießt sich ja oder das geht mit der Neutralität nicht. Dann müsste ja quasi Österreich einen Wert aufgeben, der den Österreichern sehr wichtig ist, die Neutralität. Warum sind Sie dafür? Zunächst einmal muss man ganz klar sagen, die Neutralität für sich genommen ist kein Wert. Die Neutralität ist ein Mittel. Und die Neutralität ist ein Mittel, das einem niemals ein Freund anraten wird. Es wird immer nur ein Gegner zur Neutralität raten. Sind wir in Österreich wirklich neutral? Halten wir unsere Wertvorstellungen neutral zwischen Ost und West? Nein, garantiert nicht. Wir sind nur neutral, wenn es darum geht, nicht in einem Konflikt Seite zu ergreifen. Aber ansonsten sind wir kein neutraler Staat. Wir haben ja auch die Aufgaben, die die Neutralität uns abverlangt, also eine wehrhafte Neutralität nach Schweizer Vorbild zu sein, nie wirklich voll umgesetzt. Das wird auch heute immer wieder auch in Österreich entsprechend kritisiert, dass wir nicht die Möglichkeiten haben, diese Neutralität wirklich zu verteidigen. Also muss man sich auch fragen, wie ernst wurde diese Neutralität eigentlich genommen? Wie oft war sie eigentlich nur ein Feigenblatt, um sich etwas zurückzuhalten? Wir haben ein Sicherheitsbedürfnis. Ich glaube, daran besteht, wenn man sich den gegenwärtigen Krieg in der Ukraine anschaut, überhaupt kein Zweifel. Und dieses Sicherheitsbedürfnis kann man natürlich auch möglicherweise durch Sicherheitsbündnisse entsprechend abdecken. Also ich habe nie direkt jetzt einen Beitritt Österreichs zur NATO gefordert, aber natürlich ein kritisches Überdenken der Neutralität fordere ich sehr wohl. Also das heißt, Sie werfen der österreichischen Politik in den letzten Jahrzehnten vor, dass man die Neutralität dann immer nur vorgeschoben hat, wenn es opportun war. Das ist absolut richtig. Und natürlich gerade auch diejenigen Leute, die sich immer dafür eingesetzt haben, das Bundesheer entsprechend zu verkleinern, waren diejenigen, die sich für die Neutralität eingesetzt haben. Ich habe das in der Vergangenheit oft kritisiert, dass ich gesagt habe, das ist eine Art schizophrene Argumentation, die hier erfolgt. Und diejenigen, die also früher gefordert haben, das Bundesheer zu verkleinern, sollten sich nicht so jetzt für die Neutralität heraushängen. Das funktioniert nicht. Sie haben jetzt unlängst vor ein paar Tagen in einem Standard-Interview auch die Gaslieferungen an Österreich in Frage gestellt und gesagt, das ist nicht gut, wenn man quasi dadurch den Krieg mitfinanziert. Ja. Jetzt, glaube ich, fühlt sich kein Österreicher wohl damit, dass wir den Krieg damit mitfinanzieren. Aber Tatsache ist, aus Öl kann man leichter aussteigen als aus Gaslieferungen. Ja, wie soll man dieses Problem lösen? Ich glaube, wir müssen uns zunächst mal über eines im Klaren sein. Der Krieg, den wir dort sehen, ist nicht ein Krieg zwischen Russland und der Ukraine. Und das ist auch nicht ein Krieg zwischen dem Herrn Putin und dem Herrn Biden mit einer gewissen europäischen Beteiligung, sondern was wir sehen, ist ein echter kriegerischer Konflikt zwischen Wertesystemen. Und zwar nämlich wirklich den freiheitlich-demokratischen, rechtsstaatlichen Wertesystemen auf der einen Seite und totalitären, unterdrückerischen, tyrannischen Wertvorstellungen auf der anderen Seite. Und wir haben jetzt die Möglichkeit, uns zu überlegen, auf welcher Seite wollen wir eigentlich sein. Ich meine, das ist eine rhetorische Frage, das ist ganz klar, wo wir stehen, das ist ganz logisch. Aber wenn die Ukraine für uns diesen Krieg auch führt, gegen dieses System, dann muss uns klar sein, das ist ein Krieg, der nicht mit der Ukraine stehen bleiben würde, sondern der würde sich weiter fortsetzen. Wenn die Ukraine verliert, verlieren wir alle.
Die Kriegserklärung an Moldawien, die hat es bereits gegeben von russischer Seite aus, wenn sie gesagt haben, sie wollen sich mit Transnistrien in Verbindung setzen. Russland hat immer gesagt, dass es die Landverbindung herstellen möchte nach Königsberg. Das bedeutet auch, über NATO-Territorium oder über das Territorium der baltischen Staaten eine Verbindung herzustellen. Also die Aggressivität ist ganz klar da. Mitten im Krieg hat der Herr Medvedev, immerhin ehemaliger Präsident und Premierminister und gegenwärtig stellvertretender Vorsitzender des Sicherheitsrates von Russland, ganz klar gesagt, sein Ziel ist es, einen eurasischen Kontinent von Lissabon bis Vladivostok unter russischer Führung zu sehen. Wie klarer müssen Sie denn noch sprechen? Natürlich ist das für uns eine Bedrohung. Und dann muss ich jetzt sagen, wir haben Sanktionen auf der anderen Seite. Wir haben einen aggressiven Angriffskrieg, der auf unsere Lebensbedingungen abzielt. Und jawohl, als Antwort darauf müssen wir möglicherweise auf gewisse Bequemlichkeiten verzichten und gewisse wirtschaftliche Schwierigkeiten in Kauf nehmen. Das ist richtig. Aber ich glaube, dass es notwendig ist, um unsere Lebenseinstellung, unsere Lebenswerte tatsächlich auf Dauer zu verteidigen. Das ist notwendig. Aber wenn man mit Wirtschaftstreibenden spricht, wie zum Beispiel Martin Bartenstein, der ja auch Arbeits- und Wirtschaftsminister war vor ungefähr 15 Jahren, dann spricht er nicht nur von gewissen Schwierigkeiten, wenn die Gaslieferungen ausbleiben, sondern von einem Mega-GAU, arbeitstechnisch gesehen. Ja, also irrsinnig hohe Arbeitslosigkeit etc. Also das sollten wir wirklich tatsächlich in Kauf nehmen dafür. Es versucht jeder Mensch momentan, es abzufedern. Man sieht es ja auch in Deutschland, die ja in einem genauso starken Maße abhängig sind wie wir, wie dort jetzt auch die Maßnahmen ergriffen werden, um Dinge abzufedern. Natürlich, wenn es uns gelingen sollte, diese Schwierigkeiten abzufedern, ist es richtig, das zu machen. Aber auf der anderen Seite muss man sich vorstellen, wir haben seit Kriegsbeginn von Europa aus über 60 Milliarden Dollar nach Russland bezahlt für Energielieferungen. Und im selben Zeitraum haben wir zwischen 2 oder 3 Milliarden Dollar verwandt, um der Ukraine entsprechend zu helfen. Das heißt, auf der einen Seite finanzieren wir den Krieg in Russland und auf der anderen Seite mit einem minimalen Bruchteil davon versuchen wir, wie soll ich sagen, unsere Seele irgendwo in der Ukraine damit zu retten oder unser schlechtes Gewissen irgendwie über die Brücke zu bringen. Das geht auf Dauer nicht. Darüber müssen wir uns im Klaren sein. Weil Sie jetzt gesagt haben, die Ukraine kämpft für uns, da gibt es einige Intellektuelle oder auch Philosophen wie Richard David Brecht, der sagt, man kann jetzt die Ukraine, die kämpfen vielleicht so für ein Lebensgefühl, das wir haben, weil die Ukraine ist nicht mit Österreich oder Deutschland vergleichbar, weil die liegen im Korruptionsindex weit über 100, haben nicht so einen Rechtsstaat wie Österreich oder Deutschland. Selenskyj, der jetzt als Held gefeiert wird, wenn man die Artikel liest vor einem Jahr, dann haben ihn eigentlich internationale Medien sehr kritisch gesehen, weil er die Rechte der Oligarchen nicht beschnitten hat und er selber auch bei den Pandora Papers im Verdacht steht, dass er Geld auf Offshore-Häfen gebracht hat. Ist Selenskyj für Sie ein Mann mit zwei Gesichtern? Nein, überhaupt nicht. Er ist jemand, der hat sicherlich viele Gesichter, weil er hat das schon als Schauspieler auch gehabt. Aber er ist jemand, der in der Situation herein wirklich gewachsen ist. Und der tatsächlich das Gesicht der Ukraine heute darstellt. Er ist derjenige, der eigentlich den ganzen, wie man so sagen, den Medienkrieg gegen Putin, den hat zweifellos Selenskyj gewonnen international. Das ist gar keine Frage. Und er vertritt die Ukraine ungemein standhaft und großartig nach außen. Deswegen momentan sehe ich ihn zweifellos nicht als ein Mann mit diversen Gesichtern. Ich muss ganz ehrlich sagen, die Vorwürfe von gestern, die an ihn erfolgt sind, die mögen zum Teil, ich glaube nicht unbedingt persönlich an ihn, aber dass die Ukraine keine Musterdemokratie war, darüber sind wir uns im Klaren. Aber ein Hauptgrund für den Angriff Russlands auf die Ukraine war ja auch die Tatsache, dass die Ukraine an sich als Staat, der doch relativ hohe rechtsstaatliche Normen hatte, wie gesagt, kein Musterstaat, aber freiheitliche Normen drinnen hatte und deswegen auch entsprechend eine Wohlstand der Bevölkerung damit generiert hat, wo das Risiko für Russland bestanden hat, die russische Bevölkerung plötzlich sagt, wieso können die Ukrainer das und wir können das nicht? Damit, das hat natürlich eine potenzielle Gefahr für Russland dargestellt und deswegen ist die Ukraine auch mit zum Feind geworden, die angegriffen werden musste. Jetzt war gerade diese Parade am Roten Platz am 9. Mai. Jeder hat sich eine Kriegserklärung von Putin erwartet. Das kam alles nicht. Haben Sie das Gefühl, ich meine, Sie wissen es jetzt natürlich auch nicht, was im Kreml vor sich geht, aber Sie haben ja sehr viele internationale Kontakte, dass Putin nach einem Ausweg sucht?
Nein, ich habe dieses Gefühl überhaupt nicht. Und seine Rede hat auch in keinster Weise darauf hingewiesen, dass er einen Ausweg sucht. Es hat die ganzen alten Anschuldigungen entsprechend wiederholt, so absurd sie auch sind. Mhm. Es zeigt überhaupt keine Einsicht aus seiner Sicht heraus. Wir schauen uns die Situation relativ realistisch an und sagen, es gibt ganz klare Verluste auf der russischen Seite, die auch gesehen werden müssen. Die wurden von ihm schlicht einfach nicht einmal erwähnt. Er hat kurz erwähnt, dass es Gefallene dort gegeben hat, aber weiterhin wurde einfach nichts dort erwähnt. Also von einer Einsicht auf Seiten Putins ist es überhaupt nicht zu sprechen zum gegenwärtigen Zeitpunkt. Mhm. Finden Sie es nicht einfach interessant, dass Russland ist zwar ein wahnsinnig oder das größte Land der Welt, ja, und er kontrolliert natürlich die Medien, aber natürlich sind sehr viele Russen im Ausland, dass das trotzdem funktioniert, ein ganzes Land so zu manipulieren, heute noch, in der heutigen Zeit? Die Manipulation in den letzten Monaten war natürlich absolut extrem, weil man jedes Oppositionsmedium verboten hat. Und das geht bis hin ins Internet herein, das geht bis in jeden Bereich herein. Darum sind auch zum Teil, ich glaube, die Umfragen, die es heute in Russland gibt, die sagen, 80% unterstützen den Krieg, denen glaube ich nicht wirklich. Ich glaube trotzdem, dass es eine entsprechende Mehrheit dort gibt, weil natürlich nur eine Seite dort derzeit gehört wird. Aber natürlich hat Russland vorher sehr wohl Zugang zu den Medien gehabt. Und das bringt mich natürlich auch in eine Situation herein. Ich habe also die Möglichkeit, relativ viel in der Ukraine mitzubekommen, zum Beispiel von den Telefonaten, die von russischen Soldaten mit ihren Familien zu Hause geführt werden oder die Korrespondenzen zu sehen, die dort geführt werden. Und da ist natürlich schon faszinierend, wie sehr akzeptiert wird diese unvorstellbare Brutalität, mit der dieser Krieg geführt wird. Und das führt mich natürlich zu einem Schluss, wo ich sagen muss, Putin hat gesagt, die Ukraine muss entnazifiziert werden. Aber das ist eigentlich genau etwas, was man im Umkehrschluss sehen müsste. Es wäre notwendig, einen Prozess, der ähnlich wie der Prozess in Deutschland nach dem Zweiten Weltkrieg war, dass der auch in Russland notwendig ist. Diese generelle Meinung, dass Brutalität akzeptabel ist, das ist auf Dauer nicht akzeptabel in einer freien Welt und in einem hoffentlich zukünftigen, vernünftigen Partner Russland. Das geht halt mit dem gegenwärtigen Regime nicht. In Deutschland ist eine heftige Debatte darüber entflammt, ob Angriffswaffen aus Deutschland in die Ukraine geliefert werden sollen oder nicht. Da gibt es diesen Brief der Intellektuellen, allen voran von Alice Schwarzer. Ja. Wenn jetzt das... Sind Sie dafür, dass Waffen geliefert werden? Meine erste also zunächst einmal, dieser Brief von Alice Schwarzer strotzt vor Dummheiten und vor falschen Fakten, die drinnen stehen. Natürlich bin ich dafür, dass Waffen geliefert werden, weil man auch eine Sache ganz klar sagen muss. Man muss mal aufräumen, mit diesem Blödsinn von Defensiv- oder Offensivwaffen zu sprechen. Heute ist eine Steinschleuder in der Hand der Russen ist eine Offensivwaffe und eine Rakete in der Hand der Ukrainer ist eine Defensivwaffe, weil sie ja ihr Land verteidigen. Also es gibt so etwas nicht wie Offensiv- oder Defensivwaffen, sondern es ist immer die Frage, wer die Waffe entsprechend bedient. Also man muss mit diesem Blödsinn muss man eigentlich mal aufräumen mit dieser Unterscheidung. Die gibt es nicht und natürlich ist es notwendig, dass wir die Ukraine entsprechend unterstützen, weil sie nicht zuletzt auch Europa an sich verteidigen. Aber wenn das Ziel dann erreicht ist, dass die Ukraine sich verteidigt, die Russen sich vielleicht zurückziehen, könnte ja auch passieren, dass Putin gestürzt wird. Was passiert dann aus Russland, wenn Putin stürzt? Dann ist es ja noch also ich hoffe sehr, dass Putin gestürzt wird. Das aber ist es dann nicht Frage. Noch unsicherer, als es jetzt ist, das Land? Also, zunächst einmal muss man ja mal, mich amüsiert ja in vielen Debatten, die es gibt, diese Art Eiertanz, der aufgeführt wird um den Begriff des Regime-Changes. Natürlich soll es in Russland ein Regime-Change geben. Natürlich möchten wir mit einer vernünftigen, demokratischen russischen Regierung in der Zukunft zusammenarbeiten. Und ich bin der völligen Überzeugung, dass wenn die Ukraine diesen Krieg gewonnen hat, dass Putin nicht mehr tragbar sein wird. Und jetzt wäre es natürlich sehr interessant, von unserer Seite aus zu beginnen, auch russische Opposition wirklich zu unterstützen. Wer redet heute noch von Alexei Nawalny, der jetzt seit fast 2 Jahren im Gefängnis sitzt, als möglicherweise einer der prominentesten Oppositionspolitiker? Wer redet über die Leute, die ermordet wurden, wie Nemtsov? Wer redet über Karamursa, der heute die Opposition mit auch vertritt in den öffentlichen Wesen? Wir sollten versuchen, diese Personen zu unterstützen, damit es in Russland tatsächlich zu einem Regime-Change kommt und damit dadurch auch ein Russland entsteht, mit dem wir in Zukunft vernünftig und auch nach vernünftigen Wertvorstellungen zusammenarbeiten können. Also dass Sie sind optimistisch, dass da jetzt nicht irgendein Rechtsnationaler, ein Oligarch oder so dann nachher
an die Macht kommt, sondern dass... Ich sage ganz ehrlich, ich kann mir momentan kaum jemand vorstellen, der schlechter und unberechenbarer wäre wie Putin derzeit. Okay. Also aus dem Bereich heraus, es gäbe sicherlich einige, ich weiß nicht was, wenn plötzlich Verteidigungsminister Shoigu folgen würde oder ähnliche, wenn Putin nicht mehr da wäre, wird man sehen. Aber ich glaube, es geht nicht darum, jetzt zu überlegen, wir müssen uns nicht Putins Kopf zerbrechen in dieser Frage, würde ich einmal sagen, sondern wir sollten sagen, was wir gerne hätten, wäre ein vernünftiges, demokratische Regierung, ein demokratisches Russland, mit dem man vernünftig nach freiheitlichen Grundsätzen zusammenarbeiten kann. Und dazu sollten wir die Opposition in Russland entsprechend auch unterstützen jetzt. Gut, kommen wir noch zu Ihrem Radio, das Sie in der Ukraine betreiben, schon seit vielen Jahren. Wie sendet das jetzt und wie finanzieren Sie das jetzt? Weil früher haben Sie sich über Werbeeinnahmen finanziert. Und natürlich, jetzt geht wir waren das früher ein ganz normales kommerzielles Radio, das in der Ukraine entsprechend funktioniert hat. Momentan unterstütze hauptsächlich ich das Radio selber oder auch Freunde von mir, die das Radio entsprechend mit unterstützen. Wir sind ja ganz am Anfang des Krieges sofort aus Kiew heraus vertrieben worden. Die meisten meiner Mitarbeiter haben ja in Bucha oder in Hostomel gelebt, also direkt im Umfeld von Kiew, wo sie zuerst angegriffen wurde. Und wir mussten ja das Studio aus Kiew sehr schnell heraus verlegen und an unbekannte Orte verlegen, weil wir natürlich zum Ziel geworden sind, weil wir als nationale Radiostation Nachrichten gebracht haben, die auf der einen Seite zu tun hatten mit humanitären Fragen, also welches Krankenhaus braucht jetzt welche Medizinen speziell, wo gibt es spezielle Behandlungen, Fragen dieser Art, aber natürlich auch Sicherheitsfragen und militärische Fragen im Radio behandelt haben und natürlich versucht haben, auch weiterhin das mit dem Radio zu machen, wofür ein Radio auch da ist, nämlich bis zu einem gewissen Grad ein bisschen ein Gefühl einer Normalität zu geben. Mhm. Also auch die Musikauswahl ging dorthin. Wir haben speziell Programme für Kinder gemacht mit Märchenlesungen am Abend und Ähnliches, weil man uns gesagt hat, die Kinder, die seit Wochen und Monaten in irgendwelchen Bunkern sitzen und beschossen werden, dass die jeder Bezug zur Normalität, den man für sie herstellen kann, ist eine Sache, die unglaublich wichtig ist. Und so haben wir versucht, das Programm entsprechend zu gestalten, das weiterzumachen und das hat sich, glaube ich, auch als sehr erfolgreich dargestellt. Und ist man das quasi sozusagen als Geschäftsführer oder Radiobetreiber irgendwie im Gewissenskonflikt? Weil einerseits setzt man ja die Mitarbeiter einer gewissen Gefahr aus, auf der anderen Seite, so wie Sie schildern, ist das sehr wichtig für den Informationsfluss innerhalb des Landes in dem Kriegszustand, dass da eben diese Informationen fließen oder weitergetragen werden. Wie geht man in diesen Konflikt um und wie versuchen Sie die Sicherheit Ihrer Mitarbeiter zu garantieren, wenn das überhaupt geht? Ich habe das natürlich am Anfang sofort mit allen Mitarbeitern besprochen. Und natürlich war das Hauptbedenken der Mitarbeiter, war natürlich, ging um ihre Familien. Und ich habe deswegen von Anfang an geschaut, dass ich die Familien der Mitarbeiter aus der Ukraine herausgebracht habe, dass die also entweder nach Österreich oder nach Holland gekommen sind, wo sie auch heute noch sind, viele von ihnen, nicht alle, damit die Mitarbeiter in der Ukraine selber zumindest sich darüber keine Gedanken machen müssen. Aber sie haben alle von sich aus gesagt, unabhängiges Radio machen ist unglaublich wichtig. Wir haben auch in der Beziehung sehr gut mit der ukrainischen Regierung zusammengearbeitet. Also da gibt es gar keine Widersprüche in der Beziehung. Und wir müssen dieses Radio einfach am Leben erhalten und haben dies auch mit allen uns zur Verfügung stehenden Mitteln gemacht. Und jetzt gehen Sie wieder zurück nach Kiew. Naja, ich bin nächste Woche wieder in der Ukraine, ja. Ja, aber das Radio sendet dann wieder aus Wir sind mit dem Radio wieder zurück in Kiew, Gott sei Dank. Also die Sicherheitssituation in Kiew ist doch so, dass man sagen kann, wir können wieder von dort entsprechend senden. Also nicht mehr mit irgendwelchen kleinen versteckten Studios, die wir schnell aufbauen mussten, mit ein paar Mikrofonen und Laptops irgendwo am Land draußen. Da bin ich schon sehr froh, dass wir jetzt dort zurück sind. Und es geht wieder ein bisschen mehr Richtung Normalität. Aber natürlich die Nachrichten prinzipiell, die wir senden, sind natürlich ähnlich wie die, die wir die letzten drei Monate aufgebaut haben, weil ja der Krieg genauso da ist, auch wenn er momentan nicht mehr in Kiew selber im gleichen Maße tobt. Wie garantieren Sie die Versorgungslage, wenn Ihre 15 Mitarbeiter da immer von quasi mehrere Standorte schon aufsuchen mussten? Ja, das ist nicht einfach, aber natürlich, man braucht sehr viel das Engagement und das Interesse der Mitarbeiter, die dort also von sich aus auch entsprechend mitarbeiten wollen, um richtig gutes Radio zu machen. Und das habe ich ganz zweifellos bei meinen Mitarbeitern ganz stark vorhanden. Einer Ihrer Vorfahren ist ein Held in der Ukraine. Wie kam es dazu? Gut, das war der Erzherzog Wilhelm, der sich ja auch nach dem Ersten Weltkrieg ungemein für die Ukraine eingesetzt hat und dort praktisch auch gerade in der Westukraine dieses mitteleuropäische Erbe immer betont hat. Er hat die Sprache gesprochen, er ist ja dort auch als Wassil Wischiwanie bekannt gewesen, weil er halt immer diese traditionellen Hemden getragen hat, die in der Ukraine entsprechend vorkommen.
und ist dann ja später durch die Kommunisten entführt worden hier in Wien und ist dann in der Nähe von Kiew in einem Straflager ums Leben gekommen. Aber er ist natürlich jemand, der diese Selbstständigkeit der Ukraine immer sehr stark betont hat und deswegen ist er auch bekannt dort und es gibt viele Straßen, die nach ihm benannt sind und Plätze, die nach ihm benannt sind, vor allen Dingen in der Westukraine. Jetzt war ja der österreichische Bundeskanzler Karl Nehammer war in der Ukraine, also als erstes bei Selenskyj und ist dann weiter nach Putin, zu Putin gefahren. Sie haben das auch jetzt schon in einem früheren Interview, diesen Besuch vor allem bei Putin kritisiert. Aber ist nicht gerade in Kriegszeiten, ist es nicht besser, man der deutsche Ex-Bundeskanzler, verstorbene Bundeskanzler Helmut Schmidt hat einmal gesagt, lieber 100 Minuten umsonst verhandeln, als einmal zu schießen. Jetzt wird dort schon geschossen, aber die Botschaft ist ja die, man soll immer weiter verhandeln. Ist nicht jedes Gespräch, das man versucht zu führen, wichtig? Wie verhandeln Sie mit jemand, der Ermordungen, Vergewaltigungen, der einen ständigen Beschuss von Kindern akzeptiert, für den dies zur Normalität geworden ist. Wie verhandeln Sie mit so jemand? Das ist in meinen Augen ein Krimineller. Er hat damit die russische Regierung, Putin hat die russische Regierung durch das aktive Betreiben dieser unvorstellbaren Menschenrechtsverletzungen, hat er delegitimiert. Und natürlich, wenn man jetzt nach Moskau fährt und beginnt auf oberster Ebene mit Putin Gespräche zu führen, legitimiert man ihn wieder in seiner Funktion bis zu einem gewissen Grade. Man legitimiert auch dann seine Entscheidungen mit, die er entsprechend getragen hat. Das ist der Grund, warum ich gegen diese Gespräche zu diesem Zeitpunkt mit jemand bin, der sich so verhalten hat, wie Putin sich verhalten hat. Sie können nicht mit jemandem, der diese Dinge zur Norm macht, entsprechend normal verhandeln. Man muss auch Folgendes sagen. Putin hat jeden Vertrag, den es zur Sicherheit der Ukraine gegeben hat. Seit 1994 gab es, glaube ich, 7 Verträge, die sich damit auseinandergesetzt haben. Er hat jeden einzelnen gebrochen. Das heißt, Putins Wort gilt ja auch nichts, weil es ihm völlig egal ist. Er wird ihnen alles zusagen und es ist ihm am nächsten Tag total wurscht, was er am Tag vorher zugesagt hat. Also was soll so ein Gespräch de facto bringen? Ich habe aber bitte auch in Bezug auf den Besuch von Karl Nehammer gesagt, dass dies zweifellos einen sehr positiven Aspekt hat, auch wenn ich mich gegen diese Legitimierung ausgesprochen habe, dass ich gesagt habe, ich hoffe ja sehr, dass Putin eines Tages vor dem Internationalen Strafgerichtshof stehen wird für die Untaten, die er mitveranlasst hat. Und dann ist natürlich Karl Nehammer einer der Kronzeugen, der dort auftreten wird und sagen wird, ich habe Putin zu einem frühen Zeitpunkt ganz klar gesagt, was rechtlich von seiner Haltung zu halten ist. Und das ist, glaube ich, eine wichtige Position, die er dort eingenommen hat und die ich natürlich begrüße. Gut, dann sage ich danke für das Gespräch. Sehr gerne. Und Ihnen sage ich danke fürs Dabeisein.